Hallo, hallo, hier ist wieder eure tägliche Dosis Wolfenhain, präsentiert von mir, und wir wollen dieses Schiff nehmen, doch das können wir leider nicht, denn uns fehlt immer noch ein Navigator. Also auf zu One Piece, denn dort ist die einzige Navigatorin, die ich kenne. Hahaha, bin ich lustig. Keine Ahnung, wohin es geht. Ich schaue mich einfach mal wieder um und schalte dann wieder ein, wenn es irgendwas zu zeigen gibt. Und ich glaube, ich übersteuere, aber daran kann ich jetzt auch nichts ändern. Jetzt gerade in diesem... Nein, eigentlich kann ich schon was ändern, aber ich möchte das jetzt nicht. Ich sollte noch schneller sprechen und noch nerviger, denn dann schalten noch sehr viel mehr Leute ein. Bis gleich. Nun ängstigen den kurzen Knut wohl doch die unbekannten Gefahren des Unterlaufs, denn er greint nach einem Flusskenner. Ha! Wären die Streite damals so zögerlich gewesen, wäre der Süden nie verheert worden. Es ist so, es ist wie so oft. Wir müssen Großes mit den Mitteln des Kleinmuts vollbringen. Das hilft mir mal wieder in keinster Weise. Bereuet, dass ich jetzt hier noch nicht war und ihn nochmal nicht ansprach? Der kommt ja aus dem Süden, vielleicht kennt er jemanden, der sich mit den südlichen Gewässern ein bisschen auskennt. Können wir reisen, was kannst du tun? Ein Wort zu dir. Der Duft des Lorbeers wappnet mich fortan mit noch größerer Duldsamkeit gegen die Sitten des Nordens. An welcher Stelle genau sollte das wie ein Danke klingen? Oh, danke für all die unverfälschten Eindrücke eurer Lebensart, mit der ihr mich tagtäglich beschenkt. Wie? Achso, ja, keine Ursache. Und das hilft mir leider in keinster Art und Weise. Mal wieder. Das Ausmaß an Bereuern nimmt langsam gruselige Gestalt an. Die erste Geißler weiß, nur wer seine Wunden offen hält, öffnet auch seinen Geist für die letzte Wahrheit vor dem Ende. Kind? Gehen wir jetzt nach Hause, Mama? Erst wird bereut! Sind wir irgendwo, irgendwie schon mal einem kapitanösen Kapitän begegnet? Irgendwer, der sich mit den Gewässern auskennt? Deinetwegen, ich schließe mit einigen Erinnerungen ab und andere lasse ich wieder zu. Sag an, spieße nochmal für mich. Nee, nix weiter. Hat denn hier niemand einen Kapitänshut? Irgendwas Herausstechendes, etwas Auffälliges? Aber die Suche nach dem Kapitän ist gerade nicht mein einziges Problem, sondern auch diese blöde Werwolfsstadt, wo wir das Einhornhorn benötigen, damit die sich abreagieren, oder wir verprügeln die, damit dann der Junge quasi frei wird, der hier gerade so große Sorgen hat, damit der dann beim Friedhof den Job annehmen kann, damit denn der andere Junge, der den Job nicht mehr haben möchte, ein neuer Schüler des Gerbers werden kann. Doch zuvor muss der andere Junge, also der Gerber werden möchte, irgendwie irgendwas produzieren, damit der Gerber überzeugt ist. Ja, das klingt kompliziert. Also damit das alles gerade ein bisschen zu blub wird, habe ich erstmal die Wolfenhain-Wiki aufgerufen und habe entdeckt, dass es da in der Eisöde eine Map gibt, auf der wir noch gar nicht waren. Wahrscheinlich bin ich auf irgendeiner Karte nicht nach links, rechts, geradeaus abgedriftet, sondern bin einfach dran vorbeigelaufen. Und genau dort befindet sich das letzte Wort, was wir für die Walinger benötigen. Und das könnte dann uns ins Dorf der Walinger befördern, wo, was dann auch in der Wiki steht, wir einen Hinweis darauf bekommen, wie wir uns dem Geschöpf unter dem Eis nähern, welches unter Umständen, das habe ich jetzt nicht ganz genau herausgelesen, das Einhorn quasi hat, beziehungsweise es ist, nicht wahr? Und damit können wir dann eine ganze Reihe von Dingen in Gang setzen. Und nein, ich benutze das Ding da unten rechts noch immer nicht, weil ich gerade sowieso schon dran vorbeigegangen bin. Jetzt gehe ich doch den ganzen Weg nicht mehr zurück. Also ich befinde mich jetzt gerade in der Gefährlichkeitszone 3 und ich sehe hier auch gerade, man kann hier runtergehen, um uns eine Rotrübe anzueignen. Und das müsste die Map sein, die ich gesehen habe. Die war aber gut versteckt. Ja, holla, die Waldfee. Auch diese Stele trägt eingravierte Zeichen, Erwählter. Na? Eto. Wie jetzt? Meine liebe Stele, was soll das? Man steht nicht einfach Angesicht zu Angesicht einem erfahrenen Abenteurer mitten auf einer aufreißenden, spiegelklaren Fläche gegenüber und hat dann nichts anderes als Eto zu sagen. Los, erkläre dich, Stele, die auf mir herumspiegelt. Ist das denn doch irgendwas? Ein Riss? Sei nicht so. Was ist das denn? Sei nicht so hüchelhaft. Der Riss gestattet uns einen Blick auf die beruhigende Dicke der Eisdecke. Gewiss, aber ist es klug, so nah an einem Riss im Eis zu gehen? Eventuell nicht, besser weg von dir. Hat das noch irgendwas zu sagen? Nein, das ist nur eine kleine Schneewehe. Gut, damit haben wir alle Worte und können uns zu den Walingern begeben. Wirklich gut versteckt. Der auch in der gleichen Zone ist. Hallöchen. Das Miss Eto. Die Helden haben drei der drei Worte schon einmal vernommen. Wir haben das alles schon mal gehört. Langweilig. Ja, auf ihn stehlen, aber wie erfahren wir, was es heißt? Was, wenn jedes Wort ein Sinnbild seiner Umgebung ist? Wie kommst du denn darauf?
In der fünften Rolle der Betrachtung in Anselms offenbart sich ihm in einem ganz ähnlich beschaffenen... Was ist nur los mit mir? Einen Moment dachte ich wirklich, du hättest eine eigene Idee gehabt. Los, probieren wir es. Das erste Wort stand auf der Stele inmitten der Rotationsschlitterfelder. Was für ein Wort? Also? Gleiten? Umkehren? Kreisen? Merkwürdig. Das zweite Wort enthüllte sich nach der obskuren Pinguin-Alberei, an der ich nie mehr denken wollte. Ideen? Blanke Heresie, eine Leugnung der Ordnung. Ja, guter Einfall, also sowas wie unmöglich. Oder niemals. Hey, das macht allmählich Spaß. Macht es nicht. Ich schlage darüber hinaus noch ein definitiv spaßfreies Absurd als betrachtenswerte Option vor. Damit hätten wir schon wieder drei Möglichkeiten. Das letzte Wort lasen wir auf der mitten im Spiegelklarensee stehenden Stele. Das ist klar spiegeln. Oder ein Symbol der klaren Reinheit, vielleicht unbefleckt. Und ein Riss war dort auch. Von mir aus also zwei Möglichkeiten. Oder wiedergeben, wiederwerfen, wieder... Dampfen wir diese Möglichkeitswolke auf wieder ein, bevor sie aufsteigt und uns verplustert. Ich löse... kehrt niemals wieder. Kehrt niemals wieder? Es ergibt Sinn, auch wenn ich mir einen freundlicheren erhofft habe. Abweisung ist halt die verbindendste aller Brücken. Eigenartig, wenn das die Übersetzung ist, ähnelt die Sprache des Walingers dem Kauderwelsch der Verdrängten. Die Verdrängten? Das Vorvolk, dem die Laune eines Gottes die Wälder und Auen vor der großen Landnahme zu besiedeln gestattete. Früher behaupteten noch die Druiden, mehr über die Zeiten vor der Ankunft der Unsrigen zu wissen. Aber wer gibt heute noch etwas auf die Lehren solch aufschneiderischer Waldpinsel mit beinahe hexischen Neigungen? Die Verdrängten? Das Vorvolk... Achso, ja, das habe ich ja gerade schon erzählt. Komm zur Sache. Ich habe in brüchigen Rollen ein Traktat über die Unterlegenheit jener Sprache gelesen, nebst allerhand Beispielen zu Vokabular und Grammatik, die mich meine Lehrer zu Pauken anhalten, verstanden. Du könntest dieses Kauderwelsch verstehen, Jungchen. Nein, nein, ich habe mich mit der Sprachtheorie eines wohl verwandten Dialekts beschäftigt. Nicht etwa... Ja, ja, Reil, sag ihm Hallo, befiehlt dir deiner Welt da. Soll ich mich etwa über dich beschweren? Cifarquin? Cifarion? Genau, Cifarion. Gut, es läuft. Ja, los, tau das Eis und betreib ein wenig Geschwätz. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stell dich nicht so an, Jungchen. Sei spontan und sag, was dir gerade so an Harmlosigkeiten durch den Kopf gehen. Da stimmt dir irgendwas mit der Grammatik nicht? Fragezeichen? Harmlosigkeiten? Wird's bald? Dima, Fenif, Kanada, Mäci, hier, Delina, immer. Meine Güte, was hast du eben denn gesagt? Das ist die Frau, deren Tochter hier Harfe spielte. Geplänkel und Geschwätz, ist das denn so schwer von jetzt an übersetzt, was ich vorgebe? Tatsächlich, es gelingt nach einiger Zeit, den Walinger durch die fortlaufend zur Schau gestellten Plappereien einer durchschnittlichen Besucherneugier von der Harmlosigkeit der Helden zu überzeugen und schließlich das Gespräch auf den Wunsch nach Wärme und einer zeitweisen Besuchserlaubnis zu lenken. Ganz sicher, dass niemand eine Harfe in unser Dorf schmuggeln will. Zum 10. Mal, nein, es war ein Missverständnis. Hallo? Sucht er jetzt noch eine Harfe? Nun gut, tretet ein. Zu freundlich, dankeschön. Aber verwechselt Verständnis nicht mit Freundschaft. Ihr seid Fremde und als diese werden wir euch in unserem Dorf betrachten. Danke, Triefauge. Wie einladend formuliert, o erster Diener der Gastfreundschaft. Solange sie warme Behausungen haben, dürfen sie so schlecht gelaunt sein, wie sie wollen. Auf geht's, wuhu, Walinger. Und besser mal speichern. Wow, Walinger. Vielleicht kann man hier auch endlich mal angeln. Bald werde ich wieder mit dem Kajak ins Eismeer stechen. Du willst ein Gewässer mit deinem Boot erdolchen? Süßwassermatrosenland retten. Das ist natürlich nur ein Sprichwort. Habt ihr euch schon gefragt, woher die Münzen stammen, die man im Tiefschnee finden kann? Nein. Schnee. Fisch wollte ich sagen. Einigen wir uns auf Fischstäbchen. Jeden Tag frischen Fisch, wir leben einfach herrlich. Wie bereitest du ihn zu? Gebraten, gegrillt, gekocht? Du Monster! Oh. Nein, nein, die Angel gebe ich doch nicht an irgendwelche Fremden, nur weil sie am Tor eingelassen wurden. Da müsst ihr uns schon irgendwas bieten.
Wie zum Beispiel ein Zweihorn. Irgendein Monster legen. Hi. Mauern aus Eis schirmen unser Dorf und ich bin der stolze Architekt. Ihr vertraut eure Sicherheit wässrigen Wänden an? Moment, so möchte ich das nicht ausgedrückt hören. Und du gibst deine Verantwortung dafür auch noch zu? Ist das hier ein Verhör? Wenn du mit ihm sprichst, ja. Oh, nicht anfassen. Halt, hier ist alles abgezählt. Weil ich in dieser Kälte auch nichts Besseres zu tun hätte, als mir Rieseneiswürfel in die Tasche zu stopfen. Ja eben. Ich werde diese Kultur nie verstehen. Guten Tag. Ach, diese Tische. Was ist denn hier passiert? Ihr seht das Werk des Enthusiasmus meines Mannes. Ihm verdankt das Dorf seine festen Mauern und unser Haus seinen schwindenden Fußboden. Er nimmt sich immer etwas Arbeit mit nach Hause. Wenn mein Mann so weitermacht, zerlegt er auch noch die Reste unseres Hauses. Und nun suchst du Hilfe, hä? Huh? Ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Mein Mann ist von einer fixen Idee besessen. Die besten Eiswürfel stellt man aus Eiswürfeln her. Und da das Haus aus Würfeln gebaut wurde... Ich verstehe. Findet man die besten Eiswürfel in einem Eiswürfelhaus. Denn was draufsteht, muss ja auch drin sein. Verstehst du im Gegenzug den Ausdruck Helfergebühr? Wenn ihr meinen Mann davon abhalten könnt, weiter Hand an unser Haus zu legen, wirst du dich über meinen Dank schon nicht beklagen. Ja, etwas mehr als Dank wäre mir recht. Abgemacht. Du hast nicht ganz verstanden, sie wird dir nur danken. Ach, Gisulf. Also, hallo? Wo sind neue Siegegründe? Wo nur? Wo? Vielleicht doch mal im Haus? Genau deswegen sollten wir mal reden. Ja? Müssen die Würfel aus Eis sein? Ich könnte natürlich auch in den nahen Wald gehen und Material für Holzpalisaden schlagen. Bist du gerade sarkastisch? Oder ich grabe einen Stollen ins Meer und baue Granit für die Mauern im Eiswasser ab. Schon gut. Ich könnte natürlich auch Sand nehmen oder Lehmziegel oder ich flechte einen Zaun aus all den Zweigen. Es ist gut, sag ich. Ob es denn unbedingt Eis sein müsse, fragt er. Ich hab schon verstanden. Aber wir sollten mal darüber reden, dass du auf deine Frau hören solltest. Nun, wenn sie nur etwas mehr Verständnis für die Notwendigkeit meiner Würfeleien aufbrächte, würde ich ihr mit Freuden beide Ohren leihen. Nun, ich muss allerdings auch sagen, dass ein paar Würfel weniger abzubauen keine schlechte Idee wäre. Kommen dann auch ein paar weniger Eistrolle, die unsere Mauern brennen? Wird weniger Windgestüm versuchen, uns mit Eis zu überwehen? Werden die Gefahren plötzlich geringer, nur weil ich von heute auf morgen für weniger Schutz sorge? Wird es? Muss gegenwürfeln? Muss! Er hat einen guten Punkt. Frau, ich hab versagt! Bitte haltet meinen Mann davon ab, weiter an unser Haus zu legen. Alles klar, wir brauchen... Ja, wir müssen das Problem auf andere Art und Weise erledigen. Oh, Pinguin-Bowling. Eine Runde Pinguin-Kegeln. Auf geht's. Das sieht nach Spaß aus und wird sicherlich keinerlei Probleme verursachen. Erklärung anzeigen. Die Anlaufphase. Giso holt mit sich selbst Schwung, indem er auf die Linie zuläuft. Schwung ist gut, er wächst mit jedem Schritt. Doch Vorsicht, nicht übertreten. Stoppe Gisulf rechtzeitig mit Enter. Nochmal, das kriege ich hin. Ich habe vergessen, das ist ein RPG-Maker-Spiel und das funktioniert mit einem Grid. Verdammt nochmal! Etwas früher. I got it! Gisulf erkegelt sich völlig verdient ein Dorsch. Fisch! Fisch! Nochmal! Vielleicht bekomme ich auch mehr Dorsch. Gisulf erkegelt sich völlig verdient noch ein Dorsch. Ich werde reich! Und der Stoff bettelarm! Haha! So, das waren drei hintereinander. Besser geht's nicht. Schluss damit! Haben wir jetzt wirklich Dorsch? Dorsch erneut 100 HP und ist als Jungspund pelagisch. Das ist eine unendliche Quelle von Dorsch an Dorsch, von Dorsch, vom Dorsch für mich. Oh, als ob sich der Hausrand ganz allein frei von Schnee halten ließe. Was? Oh, die Herausforderung nehme ich an. Wie? Greif nur nach meinem Besen, wenn ihr meint, euer Können sei eurem Hochmut gewachsen. Was? Sobald die Helden den Besen ergreifen, müssen sie es eine Minute lang schaffen, den blauen Hausrand frei von Schneedreck zu halten. Mit Enter. Wenn sich mehr als zwei Schneedreckhaufen auf einmal eingesammelt haben, ist die ungemeine Aufgabe verloren. Jawohl. Verloren!
Los geht's, denk ich. Hinfort mit dir! Ich lasse nicht zu, dass dieses Eigenheim von... Na, eigentlich... von dem beschmutzt wird, was man hier sowieso überall sieht. Kristallklarem Schnee! Widerlich! Ich sehe was hinter dem Haus. Ich bin ein alter Mann! Und im Spiel auch! Auf der anderen Seite! Und ich muss nicht unbedingt außen herum gehen. Also, unten herum meine ich. Eine Minute ist länger, als man glaubt. Jo, graus, das superlative Unglück, Schneedreck vor der Schwelle. Wir brechen hier sofort ab. Ich mache es ein anderes Mal, okay? Was befindet sich denn in diesem Haus selber? Nur die Tapfersten wagen sich dorthin, wo der Schatten unter dem Eis regiert. Schatten unter dem Eis? Weit im Osten, dort, wo die Kälte so harsch und schneidend ist, dass sie beginnt, das Leben selbst aus dem Körper zu frieren, findet ihr ihn. Ah, ganz rechts in der Kältestufe 4. Fervorfort! Ihr seht ihn als blauen Schatten unter dem Eis. Nähert euch auf die richtige Weise, sonst gelingt es nicht. Und wie ist die richtige Gangart? Linken Fuß, rechten Fuß, dann warte eine Weile. Rechten Fuß, halte ein, du hast doch keine Eile. Links, rechts warten. Okay. Und nun, ach, das geht ja noch weiter. Und das linke Bein geschwind gesetzt, dann recht, hens langsam, doch zuletzt. Geh bedächtig erst, dann schnelle, so gelangst du an die Stelle. Also, unregelmäßig gehen. Ja, so könnte man es auch ausdrücken. Aber Vorsicht, selbst mit der richtigen Gangart nähere dich dem Schatten unter dem Eis keinesfalls von Norden. Das werde ich mir eh nicht merken. Das schreibe ich mir nachher auf. Aber nicht jetzt. Hallo. Ich mag euch ins Dorf gelassen haben, aber hier ist Schluss. Was ist denn da hinten, was wir nicht schon längst gesehen hätten, nämlich ein eisiges Herz? Ich verrate es dir nur, um dir ein für alle Mal die vergeblichen Gedanken an Zutritt aus dem Kopf zu schlagen. Ich wache hier unbeirrt über den größten Schatz der Walinger. Das One Piece, Schatz. Da du es nun weißt, bist du somit von allen aussichtslosen Absichten geheilt. Ja, plötzlich ist mein Interesse geschwunden, nicht wahr? Alarm! Sie greifen an! Ans Ufer, wirf sie ab! Ja, rennt alle ans Ufer! Packt mit an, wenn ihr überleben wollt, Fremdlinge! Ihr könnt ja, wer attackiert denn bloß? Kommt und seht! Oh nein! Minispiele greifen. Ich lese weiter! Sie kommen! Graubären! Eisbärenangriff. Die Helden können mithelfen, die wilden Feinde der Warlinge abzuwehren, indem sie mit gezielten Würfen die Schollen bis zum Versinken beschweren. Drücke Enter, wenn du mit dem Schneeball direkt auf den Gegner vorauszielst und der Wurf wird gelingen. Attacke. Ungefähr so. Ha, wie viel Zeit hat man eigentlich? Niemand zielt so gut wie Gesolf. Das sind aber recht persistente Bären. Oh nein! Außerdem können Eisbären schwimmen. Das wird sie nicht lange aufhalten. Es sei denn... vergesst es. Versenkt! Worauf wartet ihr so lange? Können verbirgt man hinter einer Maske bescheidenen Gleichmuts. Merkt ihr das, Aufschneider? Dann... Und fast weg ist der Bär. Aber ich habe ihn doch nur einmal verfehlt. Warum war er schneller als wir? Bestimmt hat er einen dickeren Schneeball. Ja, die Helden haben den Gegner versenkt. Zurückgeschlagen. Wer kann es einfach? Na, ja richtig, der Walinger links von mir. Oh, Jubeltat! Jauchzend wirft das Geschickter selbst den Eignern solch tatenkräftiger Wurfarme 1500 Erfahrungspunkte zur gefälligen Entgegennahme in die reich beschenkten Hände. Sieg, der verruchte Feind ist neuerlich abgewiesen worden, das Dorf hält stand. Hab Dank, Fremdlinge, ich werde eure Hilfe nicht vergessen. Das will ich doch hoffen. Schätze. Hallo, ich bin's. Ihr versteht unsere Sprache, ihr helft uns gegen unsere Feinde. Ihr seid so ganz anders, als man von Fremdlingen eigentlich meinen sollte. Ich darf also an euren Schatz? Wenn nicht einmal mir, dem grimmigsten und griesgrämigsten aller Walinge, ein Gegenargument einfällt, heißt die Antwort wohl... ja. Das nenne ich doch mal einen Gesprächsverlauf nach meinem Geschmack.
Aber stellt nichts an. Nein, nein. Und macht keinen Unfug. Nur Unfug macht ihr Außenstehende. Nein. Und nein machen wir auch nicht. Tja, dann geht. Gut, hinfort, gleich. Also, ich weiß nicht, was jetzt genau auf uns zukommt, außer ein eisiges Herz, aber speichern darf man ja wohl mal. Das ist der größte Schatz der Wahringer. Das war mir gleich klar. Das? Es sieht aus wie ein perfekt geschliffenes Herz, wobei es überhaupt nicht bearbeitet wirkt. Allerdings ein sehr kaltes Herz. Bring mir die Träne, die um deinetwillen ein kaltes Herz vergoss. Dann glaube ich dir deine Wärme. Immer noch das Mädchen aus der Taverne? Sie und einzig sie und nur sie. Mit einem aus diesem Herzen geschmolzenen Wasser sollte ich ihre Aufgabe erfüllen. Ist das nicht etwas zu wörtlich? Nicht, wenn ich auf Fackel und Feuerschwert verzichte. Wie willst du das Eis denn dann schmelzen, Süßquark, verquirltes Liebesopfer? Mit der Wärme meiner Hand, die direkt von Herzen kommt. Süßquark verquillt, ich sag's doch. Mögen die Kräfte in mir aufsteigen. Von Herzen soll es kommen. Liebe, Flieg und Sieg, kalt. Komm schon, lass es versuchen und nimm die Fackel für den Rest. Nein. Jungchen, wir brauchen dich noch. Jetzt ist es genug. Ich hab's gleich. Soll ich schon mal die Säge holen? Geschafft. Brun schmilzt einen Tropfen für Pella mit der Wärme seiner Hand. Oh, wie süß. Und die Abdrücke sind noch da. Mit der Wärme seines Herzens trotzt sein Paladin einem Herz aus Eis eine um seinetwillen vergossene Träne reinen Schmelzwassers ab. Ergreifend, aber als Schatz ist das Gebilde eine einzige Enttäuschung. Na dann, ich hoffe, uns ist niemand böse. Vielleicht schmilzt es ja nach? Eher nicht in dieser Einöde. Gut. Dann begeben wir uns in der nächsten Episode zu Pella und besiegen das Walrus-Monster, um dann eine Abfolge von Quests freizuschalten. Ich freue mich drauf. Ihr auch? Nicht? Ja, dann verpisst euch doch. Nee, ihr solltet auf meine Wortwahl achten. Auf der anderen Seite wisst ihr, dass ich nur Spaß mache. Oder tue ich das? Ja gut, ja tue ich. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal und wenn es euch Spaß macht, dann schaut in die alten, aktuellen oder zukünftigen Videos sind, dann habt ihr immer was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Blub.